Wir haben Miitopia gerettet. Der Welt geht es wieder gut. Frieden, Einigkeit und Eintracht ist zurückgekehrt in die Welt. Freiheit. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie in jenem Part, auch Eidladum zum allerletzten Part, Miitopia mit dem Zwergenfürst. Ja, wir haben schon einiges erlebt hier in Miitopia. Ihr seht das Hintergrundbild so schön. Die ganze Insel hier, kann man es überhaupt Insel nennen? Ja, es ist irgendwie eine Insel. Es ist Miitopia, in der wir 54 Parts mit diesem Part, 55 Parts erlebt haben und Abenteuer gemacht haben, erlebt haben, die ja über alle Sachen hinausführen, die wir jemals in irgendeinem Let's Play erleben durften. Ja, mit unseren eigenen Miis sind wir durch anfangs, durch nebenan, durch das Elfenreich, durch den Feuerberg, hin zu dem Schloss des dunklen Fürsten, dann direkt nach weit gereist, wo wir bis heute sind und uns immer wieder neue Quests abholen. Zur Schneehöhe, zur Puderhöhe, genauso heißt es, und nach Watzum Geier und zum Sauerpfad und schließlich hoch in den Himmel, über die Wolken, bis hin zum Himmelsturm, in dem der dunkelste Fürst, der dunklere Fürst, beziehungsweise ja, der große weiße Gronkh in Form des dunkelsten hauste. Und dann ging es hinauf in die andere Welt, in der wir dann den finalen Kampf gegen den dunkelsten betraten und dort auch den Fluch kennenlernten. Und ja, im Postgame hatten wir dann mal in New Lumina reingeschnuppert und die Feenklasse auf Isla Galapa, genauer gesagt im Sumpf, beziehungsweise irgendwie im Elfenwald gefunden. Und ja, und dann sind wir nochmal nach weit gereist zurückgekehrt und ja, haben noch ein paar Quests links und rechts gemacht. Nun ist der 55. Part angetreten. Der 55. Part wird der letzte sein, das Ende von Miitopia. Aber erstmal starten wir dieses letzte Partchen in weit gereist. Der Ausgangspunkt jedes Postgame-Parts. Also, los geht's. In weit gereist warten noch jede Menge Quests auf uns. Zum Beispiel die von Rocco. Oder die hier, oder die hier. Oder die des Grübelforschers Dadio. Oder hier neue Quests. Hier der Quizfreak Richard Castle möchte auch noch eine Quest mit uns machen. Der möchte uns herausfordernd im Flammenberg, das habe ich mir schon mal durchgelesen. Ja, und hier haben wir noch neue Sachen. Aber ja, ich will heute gar nicht so viele Quests machen. Ich will heute mit diesen zwei Quests hier, einmal von dieser Quest und mit der anderen dort beginnen. Und ja, das sind nur kurze Quests, deshalb kann man es zu Beginn des Endparts noch machen. Und ich denke, so haben wir zumindest die Quests gut abgeschlossen. So, dann sag mal, wer bist du und was ist deine Aufgabe? Singende Unholden, Bibi. Kennst du Zombie? Das Schloss anfangs ist seine Heimat. Ich wäre gern eher mit ihm befreundet. Zepp, musst du das hier an dich nehmen? Es ist ein Geschenk für ihn. Bitte gib es Zombie. Liefere ein Geschenk von Bibi an Zombie. Ort, Schloss anfangs. Mach ich doch gerne. Für die singende Unholdin, Bibi. Vielen, vielen Dank. Ja, das machen wir doch mal direkt. Wir brechen direkt zum Schloss anfangs auf.
Ja, auf jeden Dachkönig, schau noch mal bei dir vorbei. Der dunkle Fürst ist zum Königreich nebenan unterwegs. Nee, den habe ich schon besiegt. Der ist nicht mehr unterwegs. Der läuft nirgendwo mehr hin. Das Königreich nebenan befindet sich im Osten hinter den Bergen. Dorthin ist der Prinz unterwegs. Zeige über rechts Zombie das Paket. Zombie weist es widerlich angeekelt ab. Plüschhasi! Nee, war klar. Zombie freut sich nicht sehr. Ja. So, dass das so toll passt. So richtig toll war das Geschenk wohl nicht. Jetzt aber schnell zurück nach weit gereist. Es ist zu schön. Es ist zu schön. Singende Unholden Bibi schenkt Zombie ein Geschenk und Zombie lehnt es ab. Es ist so toll. Ah, das musste einfach im letzten Part passieren. Das musste einfach so. Das musste einfach so sein jetzt. Oh, hat Zombie sich gefreut? Hm? Also, war er nicht beeindruckt? Wirklich? Ja. Das habe ich, da habe ich wohl das Falsche ausgesucht. Das nächste Mal gebe ich ihm Bilo mit. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Hier ist ein kleines Dankeschön. Zwecki erhält die CD von Bibis Beauty Palace. Elfentrunk erhalten und Schneemilch erhalten und ein Kaktussaft. Ja, ich hätte die Wappbapp-CD lieber gehabt als so einen Elfentrunk. Naja, was soll's. Hättest du mir ja mal eins umsonst schenken können. Das wäre mal ein gutes Ding gewesen, Baby. Aber was soll's. Ja, ich weiß, das Spiel will, dass ich diesen Quest hier mache, aber den mache ich nicht mehr. Nicht mehr in dieser Let's Play-Reihe. Vielleicht mache ich es offscreen, aber nein. So, die kleine Quest können wir noch machen hier. Wer bist du und was machst du? Verwegene Katze Justin. Hallo, ich heiße Justin und liefere Sachen aus. Ich habe hier eine Lieferung für Tumblr Nummer 8. Mal sehen, ob die Story auch so gut passt zu ihm. Das ist ein Klassenkamerad von mir. Als Mii dargestellt. Das Elfendorf ist ihr Wohnort. Allerdings habe ich gerade überhaupt keine Zeit dafür. Muss arbeiten. Es ist nämlich eine ganz dringende Aufgabe hereingekommen. Könntest du diese Lieferung nicht für mich übernehmen? Liefere eine Bestellung an Tumblr Nummer 8. Ort Elfendorf. Spielschein 5. Ja, Justin hat auch nichts. Nice für mich, der. Okay, ich wollte. Ich kann nicht mal weiterreden. Ich gucke mir gerade das Gesicht dort oben an. Okay. So viel zu Entzügen halten. Mehr als 5 Spielscheine hat Justin auch nicht übrig für mich. Na, ja, ist klar. Das Gesicht sieht herrlich aus. Quest von Justin. Du hast die Quest von Justin angenommen. Ach, schade, dass ich in diese Parts kein Facecam einbauen kann. Das ist mir technisch noch nicht möglich. Oh, herrlich. Ah, vielen Dank. Hier, nimm das an dich. Okay, dann liefern wir es mal für Justin aus. Oh, dieser Part hätte sowas von Facecam benötigt. Sowas von. Zurück im Elfendorf. Oh, da waren wir ja schon lange nicht mehr. Das ist Tumblr Nummer 8. Okay. Was an ihr besonders? Ja, von mir aus. Ja. Zu Facecam, ja, irgendwann. Im Let's Play Again, wenn ich das dann in 4 Jahren nochmal spielen sollte, dann machen wir das. Dann machen wir professionelle Facecam mit dazu. Dann packe ich das dann in den letzten Part, wenn es gebraucht wird, mit rein. Dann machen wir das. Versprochen. Obwohl ich befürchte, es wird kein Let's Play Again geben. Nicht wirklich, ja. Ja, vielleicht in 4, 5 Jahren, aber ja. Lass uns erstmal diese Let's Play-Reihe beenden. Und diesen Part. Das hier ist das Elfendorf. Fremde sollten sich von hier fernhalten. Aber du bist natürlich eine Ausnahme. Ich habe ein Geschenk für dich von Justin. Das ist von Justin. Hoffentlich kommt es besser an als Babys Geschenk. Deswegen überreicht das Geschenk. Eine Trompete. Ja. Könnte besser passen. Tumblr 8 freut sich sehr. Wenigstens freut sie sich.
Da hat sich aber jemand über das Geschenk gefreut. Jetzt aber schnell zurück nach weit gereist. Das werden wir machen. Der Drache Dominik flog mich weit, weit nach weit gereist. Wie ist es bei Tumblr Nummer 8 gelaufen? Es hat ihr also gefallen. Die andere Aufgaben konntet ihr dank meiner Hilfe auch erledigen. Ach, konnte sie, was dank deiner auch so. Ich bin dir unendlich dankbar. Hier, eine Belohnung für dich. Die 5 Spielscheine. Juhu. Habe ich noch nicht genug davon. Braucht sie so dringend. Du hast die Quest von Justin abgeschlossen. Juhu. Joa, damit haben wir auch die Quests abgeschlossen. Ich würde das jetzt so belassen. Ich würde hier aus weit gereist verschwinden. Weit gereist den Rücken zu drehen und ja, den Quests den Rücken zu drehen. Ja. Tschüss, Richard Castle. Wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Tschüss, Gladio. Tschüss. Na, Elfe, bei dir schaue ich vielleicht auch nochmal im Elfendorf vorbei. Ja, was ich nämlich jetzt vorhabe, ist noch einmal in alte Orte zurückzuschauen und zurückzukehren und mit den Leuten ein bisschen zu sprechen. Mal zu gucken, wie es denen jetzt geht, nachdem Miitopia gerettet wurde. Puh, ein bisschen langweilig heute. Oh, hallo Abenteurer. Willkommen in Anfangs. Der dunkle Fürst hat hier sein Unwesen getrieben. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt ist es hier langweilig. Vielleicht sollte ich das zu einem Nickerchen nutzen. Ja, macht das, Unge. Damals war der noch gut mit seinen langen Haaren. Das Mii habe ich übrigens nie geändert, weil... Ja, passt halt. Grinse, Omi, Marmeladen-Oma, in Anfangs. Ach ja, Anfangs war... Ist schön. Nehmen an, war es auch nicht schlechter. Na, welcher Part war das? Wer schreibt es mir in die Kommentare? Welcher Part hier ist so? Welche Nummer? Nicht nachgucken. Welch wunderbarer Tag! Meine Laune könnte gar nicht besser sein. Ich glaube, ich krieg vor Freude einen Lachanfall. Los, mach mit, Lachen ist gesund. Ich lach bestimmt nicht so, aber egal. Smurf, Mini-Smurf, Smurf. Yippie-Juhu! Ich bin ein Kobold. Ich... Okay, das könnte tatsächlich Smurf sein. Ja, das passt zu ihm. Einige von euch dürfte das ein bisschen verwundern, die beim letzten Test gesehen haben von Miitopia. Da waren das auch noch andere. Das heißt, so ein bisschen, da war GLP, der kleine hier. Aber ja, ich habe das dann natürlich im ersten Part geändert. Also, ja, wer den ersten Part kennt, der kennt das Dürfchen hier. Besorgte Mutter Kelly. Hier geblieben, Smurf. Es ist gefährlich, einfach so wegzulaufen. Ich habe mir schon genug Sorgen um dich gemacht. Na, Kelly und Smurf, denen geht's gut. Wen haben wir denn hier? Domtendo und Bibi. Ach, Bibi hier nochmal. Oha, eine Doppelung, die nicht beabsichtigt war. Schatzi. Du bist echt süß, Bibi. Du bist echt goldig, Domtendo. Das ist alles wie ein Traum. Soll ich dich mal zwicken? Ach nein. Die zwei beiden hier. Den geht's auch dufte. Und wie haben wir hier? Ekelpaket Robert. Was gibt's? Ach, du schon wieder. Hast du den dunklen Fürsten eigentlich langsam mal besiegt? Zeit wäre es ja langsam schon, oder? Ja, den habe ich langsam mal besiegt. Und hier der Bürgermeister. Bürgermeister Sir Georg. Hallo, Abenteurer. Was soll nur aus dieser Welt werden? Ich kann vor Sorge kaum noch schlafen. Oh je, Mine. Ja, sie ist doch wieder in Frieden. Ja, jedoch alles wieder in Ordnung. Und noch einmal bei Nintendo-Fan Let's Play Markus vorbeischauen. Amiibo für dich. Nein, tut mir leid. Diesmal muss ich dich ihn abspeisen. Und da ist Zombie, der treue Soldat. Der steht am Tor und lässt uns hindurch, oder halt, am Anfang hat er uns nicht durchgelassen. Hier geht's zu Schloss Anfangs. Bedauere aber nur. Oh, du hast einen Brief vom Bürgermeister. Entschuldige, du darfst natürlich passieren. Das waren wir ja hier schon mal, aber wir waschen hier mal ganz kurz durch. Ganz mit dir wollte ich noch reden.
und GLP, Königsträger. Ich habe eine schwere Aufgabe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich trage den König umher, egal wie viel er gefuttert hat. Und du auch, GLP. Ganz schön anstrengend, meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben, sonst gibt es ganz schnell Rückenschmerzen. Eine Kementate oder was? Ich bin am glücklichsten, wenn Mascher bei mir ist. Die Prinzessin und der arme Adlige. Ich werde die Prinzessin beschützen. Na, nice. Das finde ich doch speziell nochmal. Gucken und schauen und hab dann beides gesagt. Kuschen. Fauler Soldat Panute. Der dunkle Fürst ist sogar noch größer als der König. Ja, er war größer. Der war am Ende ganz klein. Katja, warum hast du mir das angetan? Wie soll ich das nur Mami beibringen? Ach ja, den haben wir auch kennengelernt im Let's Play in der Wüste. Wir schleichen uns schnell davon. So. Wollen wir mit denen allen jetzt nochmal sprechen? Ja, ganz schnell hier. Schalalalalan. Willkommen nebenan. Schalalalalan. Komm schon, ein Lied auf den Lippen. Das kann doch jeden entzücken. Schalalalalan. Schalalalalan. Ja, die Tänzerin. Du da, Jüngchen, sei so gut und hör einem alten Mann zu. Heute nicht. Ey, Noje, was bist du nur für ein Miesepeter? Ja, wir haben nicht so viel Zeit. YouTube und Google. Bauernfänger. Mein Herr, mein Vater ist schwer krank. Bitte kauf mir einen MP-Bonbon ab. Zur Feier des Tages gebe ich dir sogar einen besonderen Rabatt. Ein MP-Bonbon für nur 498 Gold. Nie im Leben. Einmal haben wir es, glaube ich, gemacht, aber nein, bloß nicht. Oh, schade. Oh, schade. Ach, Gibbs und Director Shepard. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, hör doch auf. Ich habe doch gesagt, der dunkle Fürst ist nach Osten verschwunden. Ist das so? Aber das dir ist doch ganz natürlich alles ganz egal, oder? Nein, aber was soll ich denn daran bitte ändern? Auch den Flaschengeist. Das ist mein Herz. Ich fange ein ganz neues Leben an. Da bin ich den Leuten von nebenan schuldig. Ich werde hart arbeiten und denen mein Geld ehrlich verdienen. Wüstenpromi Jody. Du meine Güte. Von Lampengeistern und dunklen Fürsten habe ich jetzt aber echt genug. Ein wenig Ruhe und Frieden, das wäre mir jetzt viel lieber. Wenn ich nur nicht so viel Geld hätte. Tja, Geld macht Sorgen. Nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Und die Elfen, die wissen das. Die werden wir jetzt nicht alle nacheinander ansprechen. Aber wir werden noch einmal mit denen hier reden. Mit den Dreien, beziehungsweise den Zweien. Die Dritte ist wohl weit gereist, okay. Von mir aus. Wie läuft deine Reise, Liebes? Den dunklen Fürsten überlassen wir dir. Gib jetzt nicht auf, Schätzchen. Ja, den habe ich schon besiegt. Ihr seid aber spitze informiert. Danke für alles, was du getan hast. Wir werden über diesen Ort wachen. So ein Unglück, was wir erlebt haben, soll hier nie wieder passieren. Macht das mal und ruft mal eure Fee Nummer 3 zurück. Tamla Fee 3. Ja, deren Quest werde ich nicht mehr erfüllen, weit gereist. Tut mir leid. Oh, hier haben wir unsere drei Freunde. Oh, wer war denn das nochmal? Ich glaube, Lisa war mit da drunter, also Blackie die Zweite. Putin war da mit dabei und Annelie, ja, habe ich alle zusammengekriegt. Die standen hier ohne Gesichter und der große weise Gronkh, der stand hier daneben. Ich habe es noch direkt im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Ich kann es mir noch bildhaft vorstellen. Es waren so ganz grob gezeigt mal die Orte, an denen wir im Let's Play vorbeigekommen sind. Ganz, ganz grob gezeigt. So, und dann drehen wir diesem Let's Play mal den Rücken entgegen und drücken zu oder wie man sagt halt. Ich beende dieses Let's Play mal. Zwergi läuft. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine kleine Rückblende und ein Fazit zu diesem Let's Play. Joa.
Ich zeige euch ein paar Ausschnitte, das Beste aus den Let's Plays, aus der Let's Play-Reihe, aus den Momenten und sage dazu mein Fazit. Ausgewählte Erinnerungen an vergangene Sachen werde ich jetzt präsentieren und dazu ja, meine Meinung zum Spiel sagen. Joa, was soll ich sagen zu Miitopia? Womit soll ich anfangen? Ja, mit den Figuren fangen wir doch mal an. Die Figuren sind wunderbar gestaltet. Die kann man. Das Schöne ist, dass man die selbst gestalten kann in diesem Let's Play. Ja. Die Charaktere wunderbar eingesetzt. Also die Mies, die einem die vorgibt, werden von dem Spiel sonderbar gut aufgegriffen und sehr gut benutzt. Das finde ich so den ersten guten Punkt an Miitopia. Der zweite gute Punkt, den seht ihr gerade, das ist die Story. Die Story ist unglaublich fesselnd. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich habe in keinem Moment diese Let's Play-Reihe. Naja gut, in ein paar Kämpfen, da wurde es ein bisschen lasch, da habe ich mir gedacht, ja jetzt komm, lass mal gewinnen, aber es wurde nie langweilig. Wisst ihr, was ich meine? Es wurde nicht wirklich öde oder grau und langsam. Es ging relativ locker von einer zur nächsten Mission und ja, die Storyline flog hinfort und ja, man hat sich nie alleine gefühlt und ja, man hatte immer ein ganzes Team mit dabei, auch wenn das Team mal gefangen wurde und nicht bei einem war und vom dunklen Fürst genommen wurde, hatte man relativ schnell ein neues Team zusammengestellt und ja, auch durch die Bewohner von anfangs nebenan weit gereist, ja, das Elfendorf und so weiter. Habe ich was vergessen oder verwechselt? Nö, ich glaube nicht. Da hat man sich immer sehr gut behütet gefühlt und begleitet gefühlt. Ja. Oh, ein sehr gutes Abenteuer und eine tolle Erfahrung. Ja. Selbst ein Abenteuer zu spielen und selbst der Held, der Hauptheld der Saga zu sein, das erlebt man in keinem anderen Projekt, würde ich mal behaupten. Das sieht man nicht so schnell wieder. Das ist eine einzighafte Sache und eine einzigmalige Sache vor allem. Das kommt so schnell nicht wieder in einem anderen Projekt. Die Musik war immer passend. Sie wirkt ein bisschen abstrakt und ein bisschen, ja, irgendwie auch unpassend, aber es war halt im Rahmen passend, dass das Spiel sowieso komplett irre und wahnsinnwitzig war. Es war halt ein bisschen ulkig und, ja, durchtrieben. Und da hat die Musik auch schrill und knallend gefallen. Gepasst und gefallen hat es auch. Ja, puh, geschafft, ja. Die Dialoge, die waren auch herzlich und herzhaft und wundervoll. Ihr seht schon, ich finde meine Worte nicht dafür. Winnie hat sich dir angeschlossen. Ja, nice. Und da sind wir wieder zurück beim Team. Und der dunkle, die Macht des Horst hat uns auch immer unterstützt und ja, der Horst, ja, den werde ich vermissen. Noch mein Team, das werde ich vermissen. Und das Abenteuer in Miitopia, meine Güte. Und weitere Abenteuer und weitere faszinierende Erlebnisse geben auf meinem Kanal. Da bin ich mir sicher, es wird noch andere und schöne Projekte und Missionen geben für den Zwergenfürst. Ja, den dunklen Fürsten, den haben wir auch besiegt. Ein, ja, sehr ebenbürtiger und guter Gegner.
mehr als man ihn am Anfang erwartet. Also die Erweiterung durch den dunkelsten Fürst, Gronk, um ein Fremdwort zu benutzen, von dem großen weißen Gronk, den wir hier gerade sehen, das ist gerade ein perfektes Bild für das, was ich anspreche. Ja, ist auch das sehr gut gelungen. Also am Ende die Geschichte vom dunklen Fluch untermalt das Ganze noch, gibt dem Ganzen einen Grund und ja, man hat das Gefühl, das alles zu erforschen. Man erforscht das von Part 1 bis zum letzten Part hin und ja, im ersten Part weiß man noch nicht so viel, relativ wenig bis gar nichts. Ja, und dann, wenn man dann am Ende den dunkelsten Fürst besiegt hat und einiges erlebt hat, dann ja, hat man schon die ganzen Hintergründe und die Geschichten erfahren. So sollte ein perfektes RPG eigentlich sein. Also ein RPG sollte meiner Meinung nach nicht anders sein. Das ist genau richtig so. Und ja, Miitopia setzt da meiner Meinung nach große Meilensteine. Und da können sich andere Spiele noch in Zukunft einiges von abschneiden. Zukünftige RPG. Ja, die Dialoge waren auch immer herrlich. Manchmal ziemlich random, aber schön. Ja. Ich habe in diesem Let's Play-Projekt ein bisschen versucht, vielleicht hat es der ein oder andere bemerkt, auch ein bisschen vielleicht hauchfeine Satire reinzupacken und das Ganze ein bisschen humoristisch anzugehen. Ja. Dafür hat sich Miitopia auch einfach angeboten, das Ganze humoristisch zu gestalten, da nicht seinen Vater als König zu nehmen oder seine Freundin als Prinzessin zu nehmen, sondern halt wirklich auch ein bisschen Gesellschaftskritik mit einzubauen, wenn ihr so wollt, da halt auch den Drachenlord als König einzubauen und ja, die Prinzessin Katja, der Prinz der Oper und Leon Marcher von nebenan. Ja. Diese Bilder. Bilder für die Götter. Ja. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Dieses Let's Play-Projekt. Ich habe dem Ganzen sogar vom ersten Part des letzten Tests bis zum letzten Part, bis zu diesem Part nachgeeifert. Es war mir eine Freude, das für euch zu Let's Playen. Ja, auch der. Den habe ich gerne gemocht. Von Anfang an bis zum Ende sehr lustig. Lustig in jedem Moment, auch in den Feuerwerkmomenten und im Kampf gegen den dunklen Fürst kam immer irgendein Witz oder eine Lustigkeit dazu, die das Ganze erhellt hat. Ja, aber zu den dunklen Sachen, zu den etwas unfreundlicheren Sachen. Ja. Es gab auch Sachen, die ein bisschen gestört haben in diesem Projekt. Die da zum Beispiel das Gasthaus wären. Das muss ich hier an dieser Stelle mal ordentlich ankreiden. Das war ja manchmal ziemlich mau. Es hat fast schon ein bisschen gestört. Und die Dialoge, die waren auch ein klein wenig random und ja, man hätte ein bisschen mehr in die unwichtigen Szenen noch investieren können und halt auch zum Beispiel, was ich oft kritisiert habe und auch oft angesagt habe, des dunklen, Quatsch, ich sag immer dunkel, ich habe mir das irgendwann mal eingeprägt und habe nicht mehr aufgehört. Ja, die Szenen des großen Horst, die Macht des Horst. Immer derselbe Text, immer HP-Steuer vergrößert, MP-Steuer vergrößert, ich kann es glaube ich fast auswendig. Ho, 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 deine Macht ist jetzt größer geworden, erfülle jetzt neue Kämpfe und so weiter, werd stärker und so weiter. Ja, mindestens mal bei den großen Events, bei den, ja, riesigen Sachen wie 1000 Leute gerettet, 2000 Leute gerettet, von mir aus nur bei den zwei Sachen, neue Dialoge gegeben zwischen dem Horst und mir. Das hätte das Ganze ein bisschen besser gemacht, finde ich. Das hätte
zumindest die Motivation gebracht, die 1000 Leute zu retten. Das hätte dann, ja, und ja, man hätte halt auch die Zwischensequenzen und halt die Nicht-Dialoge ein bisschen besser gestalten können. Ja, das ist mein Kritikpunkt zu den Sachen. Das hat mir echt noch gefehlt. Das wäre wirklich, das hätte das Projekt perfekt gemacht, das hätte das Spiel perfekt gemacht, das hätte mir wirklich an dieser Stelle noch gefehlt. Wie gesagt, insgesamt ein sehr gutes Projekt, eine sehr gute Sache und ja, gerne irgendwann mal wieder. In nächster Zeit erstmal nicht, also in den nächsten Jahren nicht. Dazu ist das Projekt noch zu frisch, das habe ich jetzt erstmal abgehakt. Abgehakt nicht. Nein, ich habe das sauber beendet mit diesem Part. Ja. Und so ist endlich Frieden nach Miitopia zurückgekehrt und ja. Alles ist wieder sehr heimelig und ja, der Dunkel ist, der Fürst ist besiegt, der dunkle Fluch ist besiegt. Es gibt wieder Grund zu tanzen. Alle freuen sich wieder. Ja. Es gibt keinen Grund mehr für einen Kampf. Es ist Frieden zurück in die Welt gekehrt mit diesem, was ihr hier seht, mit der Besiegung des dunklen Fürsten ist Frieden wieder da. Und ja, die Welt braucht das Team nicht mehr. Friede ist zurück nach Miitopia gekommen. Gronk sagt es. Es ist alles gut. Und das waren die letzten Worte von Harry Potter Teil 7. Und es war alles gut. So will ich auch diesen Part beenden und diese Let's Play-Reihe. Wir haben Miitopia gerettet. Der Welt geht es wieder gut. Frieden, Einigkeit und Eintracht ist zurückgekehrt in die Welt. Freiheit. Ja. Ihr braucht mich nicht mehr, Bewohner von Miitopia. Ich verabschiede mich mit Dank und einem guten Gefühl im Herzen. Es war eine schöne Zeit und ich sage, auf Wiedersehen.